Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem weiteren Video von Plankton Plus Aquaristik. Heute machen wir mal eine Ladentour, eine Tour durchs ganze Geschäft, denn ich würde schon sagen, jetzt sind wir hier Juli, August, 4, 5, knapp 6 Monate sind wir jetzt hier am neuen Standort. Ich würde nicht sagen, dass wir fertig sind. Ich glaube, fertig wird man sowieso nie. Ich glaube, jeder, der Meerwasser-Aquaristik betreibt, der weiß, dass das Wort fertig sein im Hobby nicht vorkommt. Einfach nur ein laufender Prozess. Das ist ja, das lebt ja vom, ne? Aber so ist es ja hier auch. Also genauso ist es ja hier auch. Aber ich denke mal, wir haben jetzt hier einen Stand erreicht, wo man wirklich von einem vollwertigen, fertigen, ausgestatteten Fachgeschäft sprechen kann. Deswegen haben wir gedacht, wir nutzen heute mal die Gelegenheit, euch mal wieder so ein bisschen mitzunehmen, mal wieder ein bisschen abzuholen von diesen ganzen externen Geschichten, die wir jetzt aktuell gemacht haben. Hier Messe hier und Kundenaufbau und diese ganzen Sachen. Wir machen heute mal wieder einfachen Content im Fachgeschäft. Einfach unser täglicher Job, so, ne? was wir täglich so machen. Ich meine, das Becken kennen mittlerweile ja fast alle. Ne? Unser bewährtes 1200er DD Kassenaquarium stand im alten Geschäft schon an der Kasse, steht auch jetzt im neuen Geschäft wieder an der Kasse. Ist auch so ein geschichtsträchtiges Ding eigentlich, weil das Becken wirklich seit Beginn des Fachgeschäfts an der jeweiligen Kasse steht. So, die Leute wissen auch schon genau, wenn die reinkommen, jawohl, zack, ihr Becken steht da, wie schaut's aus? Wir haben das jetzt einmal umgewandelt, da gab es auch schon mal ein Video jetzt drüber, oder zwei, glaube ich, oder mehrere. Wir haben hier ein Konzept mit Nachzuchten jetzt, also sowohl Fisch als auch Koralle. Und speziell nochmal darauf gemünzt Weichkorallen. Also Weichkorallen nachzuchten und Fisch nachzuchten, komplettes Nachzuchtkonzept. Das haben wir jetzt hier mal gemacht. Ist wirklich mal ein entspanntes, einfaches in Anführungszeichen, aber du hast auch keinen Stress und keine Angst, sage ich mal, mit so einem Becken, weil du weißt, da kann eigentlich, ne, du machst dann dein tägliches Doing so und dann läuft das gut, super. Also, was ist mit der schönen Gorgonie passiert, Flo? Das war aber schon so, wo wir es eingesetzt haben, dass die stellenweise ein bisschen gezickt hat. Aber die anderen Stellen, siehst du ja, die sind schön offen. Die müssen wir einfach mal wieder ein bisschen zurechtschneiden, ein bisschen, wieder schick machen. Sieht ja gut aus. Ja, das ist seit Anfang an, seitdem die hier drin ist. Das war auch vorher schon, wir hatten ihn in der Zucht vorher, da hat es auch schon ein bisschen gemuckt. Also das ist halt, du hast es aber oft mal auch bei Weichkorallen. Weißt du selber, wenn du eine Pilzdillerkoralle zum Beispiel kaufst, irgendwo im Geschäft, das dauert manchmal Wochen, bis die endlich mal auf ist, zu Hause im Aquarium. Weiß auch nicht, manchmal sind sie auch ein bisschen zickig. Sie sind schon ein Genießer, oder? Becken Nummer 2. Kaffee Nummer 2, Becken Nummer 2. Nee. Aqua Forest Ocean Guard 790. Das ist ein Becken, muss ich sagen. Gut, wir stehen hier direkt im Eingang, voll verglast. Das hat uns ganz, ganz lange geärgert. Also das war jetzt eigentlich so das einzige Becken, was wir jetzt im Geschäft stehen haben, was wirklich lange gebraucht hat, bis es jetzt mal so ein bisschen ins Laufen gekommen ist. Wir hatten einen heftigen Sommer, ne? 35, 40 Grad hier teilweise direkt am Glas. Wir haben das dann zwar versucht, hier abzudunkeln, aber das ist trotzdem, wenn da einen halben Tag lang diese Wärmestrahlung direkt ans Becken rankommt, hast permanent, hatten hier Algenprobleme und haben wirklich da versucht, aber seitdem es jetzt kühler wird und sich ein bisschen normalisiert hat, hat sich auch das Becken normalisiert und jetzt steht es mittlerweile wirklich ganz gut da, muss ich sagen, es gefällt mir ganz gut. Wie sieht die Erfahrung jetzt mit den neuen Leuchten aus, die Michael ja, drauf gebaut hat? Ja, die Leuchten sind natürlich der Hammer. Also da haben wir ja auch schon mal ein Video gemacht über diese Daytime-Lampen. Zum einen macht sie natürlich ein schönes Licht, zum anderen ist es eigentlich eine schöne Lampe für all die, die ein geschlossenes System hier oben drauf haben. Ja, die immer auch ein bisschen mit Feuchtigkeit vielleicht hier oben im Deckel zu kämpfen haben. Da kannst du fast keine aktiv belüftete Lampe nehmen. Jetzt die Flares oder die Primes oder die Hydras, die wir da gern verwenden. Da ist das schon wirklich ein super Teil. Und wenn du siehst selber, vom Spektrum her, von der Lichtfarbe her, von der Ausleuchtung her, ist das eine mega coole Lampe. Sieht klasse aus. Muss man wirklich sagen. Und jetzt stehen wir hier relativ hell am Eingangsbereich. Das heißt, du hast schon mal viel Umgebungslicht, was hier reintrifft. Und es sieht trotzdem ausgeleuchtet und der Fokus ist trotzdem auf dem Becken. Und, ne? Manchmal hat man das, wenn dann die Beleuchtung so ein bisschen dämmerig ist, dann ist alles andere ist so hell, aber dann das Becken an sich wirkt relativ dunkel. Das hast du hier auch nicht. Also muss schon sagen, sind wir sehr, sehr, sehr happy mit der Lampe. Ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass es so ein bisschen besser jetzt noch dasteht wie vorher. Kann sein, muss nicht sein, aber vom Gefühl her tut es auf jeden Fall dem Becken gut. Wie stehen die ganzen Korallenanlagen jetzt in der Mitte? Also wir haben hier unsere drei Korallenverkaufsanlagen. Wir haben jetzt hier schon mal die LPS-Anlage mit ein bisschen größeren Tieren. Es sind auch wirklich schöne Sachen jetzt da. Die Becken stehen alle, so wie sie jetzt stehen, top. Also wir hatten keine Probleme mit keinem Becken. Ich sage mal, das Konzept, was wir mit den Korallenbecken fahren in den letzten Jahren, hat sich wirklich bewährt. Das läuft wirklich gut. Da fahren wir wie im Prinzip in unserer gesamten Aquaristik-Idee weniger ist mehr. Also die Technikkomponenten, die man braucht, die dafür hochwertig und alles andere. Wir arbeiten natürlich hier viel mit Plankton, viel mit unseren eigenen Produkten, viel mit Fütterung. Gerade im LPS-Becken ist ja Füttern wichtig und das läuft wirklich bombastisch. Wie ist die Thematik Übertragung vom alten ins neue Geschäft gelaufen? Ja. Jetzt mal von den Technikkomponenten ist was rausgeflogen.
war im alten Geschäft was überflüssig? Wo kannst du so ein bisschen Rückschlüsse ziehen? Meinst du bei den Korallenbecken? Genau. Nee, die Korallenbecken sind im Prinzip 1:1 so vom Konzept her. Sind zwar neue Becken jetzt wieder, aber vom Konzept her sind sie so geblieben. Was machst du da? Naja. Der Instagrammer. Hallo. Ja, 5 Meter Becken. Ich habe gerade was entdeckt. Hä? Der war aber gestern noch nicht da. Poritus? Ui, aber wie geil. Schau mal, richtig lila. Ich weiß, Leute. Ich freue mich auch, euch zu sehen. Was ist da? Das Pink, Dunkel, Lila, richtig heftig. Das sind Röhrenwürmer. Ja, ein Poritusstein, genau. Ja. Ein Poritusstein, aber in einer coolen Farbe. Also die Farbe habe ich auch wild. So noch nie gesehen. Wunderschön. Ja. Mal wieder alles blau. Ja, liebe. Unsere Freunde. Die blaue Rückwand, ne? Ja, da habe ich dich geärgert, ne? Ja. Ich glaube, die stehen auch auf Kaffee, ne? Wir haben ja hier Futterautomaten drauf. Die kriegen ja 5, 6, 7 Mal am Tag was. Gerade die ganzen Squampinis, die Fahnenbarsche, die brauchen ja auch immer ein bisschen. Die sind ja eigentlich Dauerfresser, fressen gerne. Das ist bei den großen Doktorfischen schon schön, wie die auch dieses Persönliche dann mit einem haben, ne? Also die sehen wirklich, wer kommt da, wer bewegt sich da. Und die waren natürlich alle bei uns vorher im Schaubecken, in dem großen. Die haben wir dann hier umgesetzt, also schon schön. Und ist auch schön, wie das dann doch wieder funktioniert hier alles, ne? Weil wir haben hier 9, 10 verschiedene Doktorfischarten drin. Und das harmoniert so wunderbar. Ist echt schön zu sehen. Wie war jetzt für die Tiere die Umstellung von einem viereckigen Becken in ein längliches Becken? Hat man da irgendwas gemerkt vom Verhalten? Ja, also ich würde sogar sagen, dass es den gerade den größeren Tieren jetzt hier, auch dem Naso, allgemein den Acanthurus-Arten gut tut oder noch besser tut, weil sie einfach durch die 5 Meter nochmal eine enorme Schwimmbahn natürlich haben. Das, finde ich, merkt man schon. Die Squampinis, die Fahnenbarsche, die fanden, glaube ich, das quadratische Becken besser, weil einfach das Riff an sich mehr Platz geboten hat. Wir haben ja hier dafür jetzt Einzelkomponenten stehen als Riffaufbau. Aber für die Doktorfische ist es auf jeden Fall, hat man den Eindruck, besser. Und ich meine auch, dass die auch schon deutlich nochmal an Wachstum zugelegt haben, insbesondere der Naso, also der Kollege, der jetzt hier wieder kommt, der hat schon gut zugelegt. Ne? Und die sind ja wunderschön, also sehen alle toll aus, alle dick, alle fett, alle gut genährt. Kein Stress, keine Pünktchen, nichts drin, ist schon schön. Ist der Besatz jetzt fertig, Flo, oder hast du vor, noch einzugreifen? Nee, erstmal nicht. Also ich bin eigentlich ja ein Freund von diesem Begriff Never Touch a Running System. Und das läuft ja gerade so perfekt. Und auch die Tiere an sich harmonieren so gut miteinander. Klar, korallentechnisch, da möchte ich auf jeden Fall noch was machen. Dann will ich auf jeden Fall nochmal aufstocken. Allgemein, wie das Becken jetzt läuft, super. Auch für die Kürze der Zeit, wenn man das sieht. Ne? Die Moränen, ja, die haben sich mittlerweile hier etabliert. Die haben sich hier die Verstecke gesucht. Natürlich nicht die ich für sie angedacht habe, wie es halt am meisten so ist. Da haben wir ja ein Video gemacht mit den Rohren, mit diesen PVC-Rohren, die wir mit reingelegt haben. Die haben sie uns mittlerweile all wieder rausgerupft. Also hat ihnen nicht gefallen, aber mein Gott. Hauptsache, sie haben den Unterschlupf und sie fühlen sich wohl, dass das Wichtige ist, sie fressen, sie sind unterwegs, also das ist schon immer schön. Ein bisschen Technik müssen wir noch nachrüsten, KH-Keeper muss noch ran, dass wir hier unser Board mal fertig kriegen. Da hinten sehen wir wieder unsere Zucht, die auch immer voller wird. Wir haben schon hier rechts, dahinter stehen schon die neuen Anlagen, kommen nochmal Zuchtanlagen dazu. Machen wir mal ein eigenes Video über ein Update von der Korallenzucht. Können wir uns mal angucken. Angekommen an der Fischanlage. Die hat uns ein bisschen geärgert in der letzten Zeit. Also nicht die Fischanlage, sondern eigentlich unsere Konstruktion die Erstkonstruktion hat es ein bisschen geärgert. Wir hatten immer mal wieder 1, 2 Becken, die dann leicht übergelaufen sind. Unten, aus unerfindlichen Gründen. Irgendwie Wasserrückstau, irgendwo ein bisschen zu viel. Jetzt haben wir hinten an der Anlage nochmal überall in Lüftungen eingebaut. Hat unser hier Michael Daniel Düsentrieb hat wieder ein bisschen gebastelt. Das läuft jetzt wirklich gut. Wir erweitern jetzt ja auch hinten nochmal. Wir haben ja den Versandbereich. Den haben wir schon mal gesehen, glaube ich, gell? Und jetzt fangen wir übernächste Woche an mit dem neuen Quarantänebereich und es wird auch noch einen neuen wirbellosen Bereich geben. Im Prinzip mit kleinen Becken, wo man wirklich die wirbellosen Tiere nochmal schön aufteilen kann. Also Garnelen, Seesterne, so diese Geschichten. Das ist ja unser Fischanlagenkonzept, was wir mit dem Umzug in dieses Geschäft eben nochmal neu gemacht haben, neu überdacht haben. Auch die Erfahrungen mitgenommen haben aus den Vorjahren, von den alten Anlagen. Und das ist jetzt mittlerweile schon auch eine coole Sache, wenn du hier guckst. Wir haben ja auch in jedem Becken Korallen mit drin. Einfach auch, um nochmal diesen biologischen und natürlichen Ansatz, den wir verfolgen, auch nochmal zu beleuchten. Da finde ich, gehören Korallen trotzdem auch immer mit dazu. Und du siehst auch, wie die Fische das schön annehmen. Ne? Das ist auch sowas. Schon mal der Tabakbarsch. Das war schick. Richtig schön. Sehr cool. Also du hättest halt bei der Steuerung einen. Wir waren jetzt bei EFS. Ja. Und haben da quasi die Großanlage gesehen. Was hast du da mitgenommen jetzt für den eigenen Laden? Irgendwie
bestimmte konstruktionelle Ideen? Ja, oder? Ich meine, man kann schon sagen, dass wir uns natürlich damals bei der Konstruktion dieser Anlage EFS so ein bisschen als Vorbild auch genommen haben. Wir haben die Anlagentechniker gesehen, die ist im Prinzip so, wie wir sie hier auch haben. Wir haben auch jeden Block einzeln geklärt mit den 4 APV-Klärern, die auch bei EFS verbaut sind. Wir haben sogar den exakt gleichen Abschäumer drinstehen, auch den Tunzer, den großen. Ansonsten fahren wir genau so dieses Konzept, dass man sagt, man fährt in der Fischanlage genau die Dichte wie im Aquarium zu Hause. Wir fahren keine niedrige Dichte, wir setzen keine Medikamente und keine sonstigen Mittel ein. Das ist schon eine Sache, die uns natürlich als Ansporn durch unsere Partner jetzt bei EFS getragen hat in der Sache, muss ich schon sagen. Also wir haben ein paar Sachen ja anders gemacht, natürlich auch bedingt durch die Anlagengröße. Unsere Anlage ist ja viel kleiner wie so ein Großsystem bei EFS, aber ich muss sagen, das funktioniert bombenmäßig. Auch jetzt mit dem Licht, muss ich sagen, sind wir sehr glücklich. Das sind diese LED-Tubes von Sera, haben wir hier ja verwendet. Die können zwar nur blau-weiß, die haben jetzt kein großes Spektrum, aber das ist ja für eine Fischanlage vollkommen ausreichend. Da reicht es uns ja, wenn einfach die Becken sauber und schön ausgeleuchtet sind. Ansonsten kann man schon sagen, wir gehen eigentlich so vom Großfisch ein bisschen weg. Also wir hatten ja diese Geschichte mit dem Palettendoktor, dass wir den komplett aus dem Sortiment genommen haben, weil es einfach ein Fisch ist, der für die allermeisten Aquarien zu groß wird. Und weil das natürlich ein Tier ist, wo dieser allgemeine Hype bedingt durch diesen Film damals auch da ist. Das heißt, der ist immer in aller Munde und das hast du halt auch oft bei Anfängern, die dann sagen, Mensch, das und das Tier, das möchte ich aber unbedingt haben. Es liegt jetzt nicht daran, aber allgemein haben wir schon ein bisschen in den letzten Monaten eine leichte Veränderung drin zu kleineren Tieren. Das fällt ja auch auf, wenn wir jetzt hier vorbeilaufen. Wir haben relativ wenig Doktorfische zum Beispiel drin und allgemein relativ wenig groß werdende Tiere. Wir bekommen diese Tiere natürlich trotzdem. Also wenn ihr große Aquarien habt und große Becken habt und einen speziellen Wunsch habt, dann können wir den euch in der Regel auch erfüllen. Aber wir haben uns jetzt schon hier entschieden, eher auf die kleineren Arten zu gehen und auch die Vielfalt der kleinen Arten mal zu zeigen. Haben natürlich trotzdem größere Tiere da, die halt auch für die Becken passen, die nicht so empfindlich sind, die einfach ein bisschen stressresistenter auch sind. Und das ist auch ein Punkt, der dir natürlich in so einer großen Anlage auch weniger Probleme dann beschert. Das ist ja auch klar. Schreibt auch gerne mal unter das Video, würde mich mal persönlich interessieren, wie ihr darüber denkt. Seht ihr das so, dass der Trend in Anführungszeichen so ein bisschen zum kleineren Tier geht? Wie besetzt ihr eure Becken zu Hause? Würde mich auch interessieren, weil das schon so ein bisschen immer mitschwingt, wenn du mit den Leuten sprichst. Das ist so allgemein, geht dieser Trend so ein bisschen in Richtung kleinere Tiere und dafür ein bisschen mehr Tiere. Ne? Einfach um so diesen Riffcharakter noch mal ein bisschen besser, weil das weiß selber, was auch jetzt erst wieder tauchen, das ist natürlich auch so der optische Eindruck, wenn du in so einem Riff schwimmst, da ist wahnsinnig viel los, also da sind ja unglaublich viele Arten unterwegs. Wir bilden ja im Aquarium einen sehr kleinen Ausschnitt ab und deswegen finde ich schon optisch auch ansprechend, wenn da kleine Tiere drin sind und dafür ein bisschen mehr. Dann haben wir hier unser 1800er DD Messebecken, kennt man von der Interzoo, hatten wir auf der Interzoo das Video drüber. Das wird jetzt unsere SPS Acropora Verkaufsanlage. Das Ding läuft jetzt seit 4, 6, 7 Wochen. Man guckt euch diesen schönen Magnetstein an, der da drin steht. Hast du schon gesehen, Hammer. Tobi? Ja, aber natürlich. Die Leute kennen ja das Becken, muss man sagen, auch von mehrfach. Ne, auch mit dem Aufbau. Genau, auch mit dem Aufbau. Was mich interessieren würde, wie schätzt du denn so diese Verteilung SPS, EPS, Weichkorallen in der Aquaristik ein? Ja. Weil es gab ja im alten Geschäft eine SPS-Anlage. Und wie man sieht, ist ja bisher SPS-technisch bei Plankton Plus noch nicht viel passiert. Relativ wenig, ja. Also ich meine, zum einen haben wir durch die Vergangenheit natürlich auch im SPS-Bereich gelernt, dass die Becken oder die Verkaufsanlagen für SPS lange Einlaufzeiten brauchen. Deswegen haben wir das hier auch gemacht. Das hat jetzt ein bisschen sich gezogen, muss ich sagen, weil wir doch relativ viel Arbeit hatten jetzt mit den LPS-Anlagen und auch mit dem 5-Meter-Becken. Mich würde mal ganz toll interessieren, kommentiert das bitte. Wie seht ihr das? SPS, LPS, vielleicht auch was anderes, Weichkorallen, auf was steht ihr? Oder Mischbecken, rein SPS-Becken, kommentiert gerne mal, würde mich interessieren, weil wir empfinden das eigentlich hier so, das ist immer so ein bisschen schwallartig. Also wir haben wochenlang keinerlei SPS-Nachfragen und auf einmal hast du ganz, ganz viele wieder und dann ebbt das auch wieder so ein bisschen ab. Kann ich mir nicht erklären, woher das kommt, weiß ich nicht. Also würde mich interessieren, kommentiert das bitte. Also das wird auf jeden Fall hier jetzt 1,80 Meter SPS, speziell Acropora. Ist jetzt nicht riesig, aber ich denke, man kann hier trotzdem ein schönes Sortiment, sage ich mal, abbilden. Na, hier ist soweit alles vorbereitet, Technik läuft. Wir geben jetzt dem Ganzen einfach noch mal ein bisschen Anlaufzeit. Wir haben auch schon so einen ganz leichten Fischbesatz drin. Und dann können wir da jetzt dann endlich starten und können euch da schöne Sachen
anbieten. Ja, dann gehen wir hier direkt weiter. Das haben wir im letzten Video oder an einem der letzten Videos schon gesehen. Unser Plankton Plus Shallow Reef Aquarium mit der 001. Ja. Exquisit. Naja, ist doch, ich finde es eine schöne Sache. Ich finde es auch für die Leute schön, dass einfach nochmal so ein bisschen persönlicher Bezug da ist. Auch, also finde ich cool. Auch jetzt die Leute, die es schon gesehen haben, die hier reinkommen, die sind alle begeistert. Also es schon, kommt gut an und freue mich wirklich, dass wir da was Schönes jetzt hier auf die Beine gestellt haben. Und es sind halt Bombenmaße. Ne? Also ich finde das, ich hoffe, das kommt in den Videos so rüber. Das ist richtig geil. Ein bisschen, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Kundenbecken haben wir noch rumstehen. Das andere, was hier stand, wurde auch verkauft. Ne? Das ist schon das 1500er. Ja, da habe ich gesehen, dass jemand drunter gepostet hat. Das ist meins. Das war, ich glaube, das Video war eine Viertelstunde online und zack, war es weg. Also das war aber auch ein cooler Deal, muss man auch sagen. Genau, das ist jetzt wieder ein individueller Aquarienbau. 110x60x60 hat das mit einem Unterschrank. Dann haben wir hier unseren schönen Aqua Perfect Raumteiler stehen, den wir auch schon vorgestellt haben, den wir aber dann natürlich auch nochmal im Detail vorstellen, wenn es um die Befüllung dann geht mit Lichttechnik und so weiter. Und also, weil das ist schon auch wirklich ein cooles System und es ist im Prinzip auch größentechnisch so, mit das Größte, was es so an komplett Fertigsystemen gibt, ne, bevor wir in diese individuelle Aquarienbaugeschichte kommen. Also das schon. Bei EFS hast du ja dich dazu entschlossen, ein Aquarium mit einer ganz außergewöhnlichen Form mit dazu zu holen. Ja, das Grundaquarium. Ja. Wie sieht es denn aus? Wo soll das denn jetzt hin? Das weiß ich noch nicht genau. Da werden wir noch ein Plätzchen finden. Also beim Grundaquarium haben wir es jetzt so gemacht, wir haben doch nicht das genommen, was schon auf der Messe fertig stand, sondern wir bekommen nochmal einen komplett neuen Unterschrank konstruiert mit Technikbecken und so weiter. Wir ziehen diesen Technikbereich auch nochmal ein bisschen größer. Einfach, weil das ist ja ein Süßwasserkonzept gewesen, einfach, dass wir für das Meerwasserkonzept noch mal ein bisschen mehr Raum haben, auch im Technikbecken. Also das wird jetzt noch ein paar Wochen dauern, dann wird das kommen, da werden wir auch ein schönes Video drüber machen. Von daher, da freue ich mich auch drauf, aber da werden wir bestimmt noch ein schönes Plätzchen finden. Letztendlich, das ist jetzt dann auch schon, sind wir dann einmal durch, dann haben wir jetzt hier noch ein Red Sea stehen. Wir sind ja auch Red Sea Stützpunkthändler, also wenn ihr Bock auf ein Red Sea Becken habt, wenn ihr sagt, ja, das ist alles schön und gut, ne, aber mein Red Sea ist halt schon so ein klassisches Ding eigentlich. Ne? Da gibt es jetzt die Generation 2 Becken. Auch neu, steht jetzt hier auch relativ frisch. Wenn wir jetzt auch demnächst befüllen, dass man das auch schön sieht. Und wenn ihr so ein Becken wollt, guckt gerne in den Shop oder kommt vorbei, schaut es euch an. So, hier sind wir jetzt im Weichkorallenzuchtbereich. Guck mal, haben wir uns hier ein bisschen was gemacht mit den Pilzlederkorallen. Da haben wir schon unseren glasrosen Shelmon Beste. Der ist echt also verrückt. Da, wenn du ein Steinchen reinstellst, der kommt sofort. Also ich glaube, das ist auch das, was er... Ja, da hat er keine Lust. Aber also die sind wirklich, das, wenn man mal so einen Shelmon hat, ne? Der wirklich safe alles niedermacht, schon eine coole Sache. Ansonsten, da haben wir jetzt hier ein bisschen Pilzleder gemacht, Simularia gemacht, dieses Fidschi-Affenhaar zum Beispiel, das Grüne haben wir jetzt hier gemacht. Ich meine, das sind alles Sachen, die relativ einfach und relativ gut wachsen. Das ist halt ein Thema mit den Weichkorallen. Wir haben da in letzter Zeit immer wieder, oder was heißt in letzter Zeit, vermehrt immer wieder jetzt Anfragen. Das steigt so ein bisschen wieder, dieses Weichkorallen-Thema, finde ich schon. Und das ist halt was, wo du über den Handel relativ wenig kriegst, habe ich so zumindest das Gefühl. Also deswegen haben wir gesagt, wir machen auch mal im Weichkorallenthema wieder ein bisschen mehr. Davon stammen ja auch zum Beispiel unsere Korallen vorne in dem 1200er Nachzuchtbecken. Ne? Das ist ja ein Weichkorallenthema. Hier hinten haben wir jetzt noch ein bisschen Kaulastrea zum Beispiel. Hier haben wir jetzt mal die reine Lebendgesteinhälterung gemacht. Da schon mal, da ist auch ein schöner Kaiser. Der hat auch schon eine schöne Größe. Und das ist einfach trotzdem, das Becken hier läuft ganz normal im Zuchtkreislauf mit. Und einfach durch diese natürliche Komponente wieder mit dem Lebendgestein hast du hier eine bombastische Biologie drin. Das funktioniert so gut. Keinerlei Probleme, keine Ausfälle. Also das ist immer wieder, dieses Biologie-Thema holt dich immer wieder ein. Ne? Also wie allgemein? Ich meine, wir haben jetzt schon öfters Becken jetzt auch hier auf dem Kanal gezeigt, wie die aufgebaut werden. Wie allgemein siehst du so diese Lebendgestein-Totgestein? Also wir machen ja so in den Hauptbecken, machen wir eigentlich heute nichts mehr mit Lebendgestein, weil du dir halt auch einfach oftmals Sachen reinholst ins Becken, die du halt nicht willst. Thema Glasrosen, Thema
Google-Algen-Thema gibt es ja x, x Beispiele. Deswegen ist es auch mittlerweile leider ein Kostenfaktor, weil so ein Kilo Lebengestein liegt, ich habe jetzt den Preis aktuell nicht im Kopf, aber das war jetzt mal so 19,90, 24,90, 30 Euro teilweise sogar. Wenn du sagst, du musst so ein 300, 400 Liter Becken ausstatten mit 20, 30, 40 Kilo, das ist schon, da bist du beschäftigt. Schon ordentlich. Ne? Also, und deswegen, es gibt heutzutage so gute und schöne Möglichkeiten, so einen Riffaufbau zu gestalten. Ob das Keramik ist, ob das Totgestein ist. Es gibt ja verschiedenste Hersteller mit verschiedenen Konzepten. Und wir gehen dann lieber dazu her, dass wir zum Beispiel ins Technikbecken für den Start des Aquariums 3-4 Kilo Ebengestein mit reinmachen, mit einer kleinen Lampe. Dann hast du schon mal so einen biologischen Start auch nochmal mit drin. Oben mit Bakterien arbeiten, mit Starterbakterien. Und dann einfach klug besetzen, das hatten wir ja schon öfter, das Thema, nährstoffbelastend durch Fische und nährstoffentlastend durch Korallen. Und dann, wenn man das in einem Level so hochzieht, wollten wir eben mal ein Video machen, der perfekte Start von so einem System, ne? Ein einfacher Start, das machen wir auch mal. Aber da hilft natürlich Lebengestein schon auch. Das ist eine Sache, die man machen kann, neben einem Algenrefugium zum Beispiel. Ne? Algenrefugium ist auch sowas, wenn du da eine Portion Drahtalgen nimmst, da steckt so viel Biologie drin, das hilft auch gut. So Leute, das war jetzt mal eine kleine Tour wieder durchs Geschäft. Kommt gern vorbei, schaut euch das Ganze an. Jetzt sind wir hier ein halbes Jahr ungefähr und da hat sich doch was getan. Ne? Wenn du überlegst, in der Kürze der Zeit, wir hatten ja damals 2 Monate Umzugsphase. Also ich weiß noch, wie wir im leeren Geschäft mit der Drohne hier durchgeflogen sind. Stimmt, ja, sind wir ungefähr. Ja, das ist nicht witzig, lange her. Ja. Können wir mal, jetzt hast du doch deine Drohnen-Skills verbessert in der Zwischenzeit. Oh, kannst nee. Du mal hier im vollen Geschäft traust aufbringen. Du dich das? Ja, ich traue mich das. Ich frage, ob sich die Drohne das traut. Oder du das traust. Wir können ja, mal wagen. Das könntest du wagen. Können wir mal probieren. Leute, danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder zum nächsten Video. Dann wieder mit einem speziellen Projekt. Vielleicht befüllen wir mal unser Shallow Reef Becken. Da brauchen wir noch ein Konzept. Da habt ihr hoffentlich unter dem letzten Video fleißig kommentiert, damit wir da die Besatzfrage mal klären können. Leute, danke fürs Dabeisein. Bis in ein paar Tagen. Danke, Tobi. Ich danke dir. Ciao, ciao. Bäh. Fail. Dann machen wir es doch so. Ja. Deswegen nimmt man keine Süßwasserzangen im Meerwasser. Ciao.